Ganz humble, ganz humble. Ja, dein Bestes geben und Spaß haben auch. Ja, 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 absolut. Guckt euch das an, Freunde. Ich muss mal kurz das Overlay hier updaten. Weil das ist no longer so direkt gegen Facts. Das, meine Freunde, ist Geld gegen Liebe. Nice. Guck dich das an. Tight. Tight. Was will man mehr als einfach ein hypes Fox Ditto nach einem hypen Fox Ditto? Komm ran. Oh, 3-2 steht's? Nee, ich wollte das gerade ändern und ich war zu dumm. Ah. Danke. Geld und Blau? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Can I see from the hands who's playing what color? Ich glaube, Geldjunge ist weiß. Und auch ein bisschen frech, dass sie einfach instantly angefangen haben. Abers? Oh, fair. Immer cool. Nicht auf meiner Plattform. Ciao. Oh, mies. Die Attitude ist direkt ganz anders. So großartig. Geldjunge macht jedes Game einfach nur zu so einer richtig frechen, so, guck mal, wie geil ich bin, Show. Mein Penis ist sehr lang. Der geht einfach nur auf die Clips. Er ist wirklich der Clip Farmer. Der Original Clip Farmer. Das sind diese Millennials. Ja. Nicht mal, das ist die Zoomers. Ja. Die Zoomers, die einfach nur dafür da sind, den Content zu produzieren. Das lädt auch bald zu TikTok hoch. Ja, ja. Folgst du nicht Geldmann auf TikTok? Wo Geldjunge unterstrich SSBM. SSBM. Oh. Einfach mal probieren. Vielleicht kommt ja was bei rum. Bonk. Geil. Schon wieder das even erste Foxito-Match. Aber ganz andere Attitude, merkst du sofort. Aber die SDs, die nehmen wir trotzdem mit. Die gibt's in jedem Foxito. Jedes gute Foxito hat einen sauberen, gemissten Ledger. Ei! Oh, Drill! Oh! Da wird die Bauchtasche ausgezogen. Son Goku nimmt die Gewichte ab. Bist du ready? Bist du ready für Game Dots? Nice. War es so direkt? Ja, oder? Ja. Ich glaube auch. Blup. Nice. Bear. Bear. How does he do it every time? Oh. Du kennst Full Hop? Now get ready for Full Stage Full Hop. Drills. Geil. Oh, die Verbeugung gegenseitig. Konnichiwa. Thank you for the fight. No, thank you. Nice. Nice. Oh, where are you going? I hope it's the blast zone. Nice. Oh. Krass. Jeder normale Fox stirbt im Staubsauger. Nicht so dreck. Wir haben nur noch Foxes, das ist so dumm. Nein, das ist geil. Scheiße. Wie einfach wieder. Ich möchte die Cheeks so. Nice. Oh Gott. Wenigstens cool sein. Oh. Downtilt. Leider richtig schlechte Choice. Nee. 1-0 für Sudreck, ja. Oh. Jetzt steht es 2-0 für Sudreck. Der hat einfach vor allem offstage der Drill zu Schein gemacht. Das war einfach so dumm. Okay, Leute, wir haben Sudreck gegen Geldmann, Alter.
ein Gehalt. Beide Fox Prodigies. Sodrek mein Padawan gewesen früher. Ich habe Sodrek alles beigebracht vor 5 Jahren oder so. Dir verdanken wir. Mir verdanken wir, dass wir unseren Hero Geldjunge jetzt leiden sehen. Ja, genau. Die Tränen und das Blut. Ich bin jetzt für Sodrek, weil gegen Geldjunge habe ich schon gespielt. Und wenn ich jetzt gegen Konsti gewinnen sollte, dann spiele ich gegen Sodrek dann. Da bin ich dafür. Wir wollen hier keine Doppelung. Dein Game gegen Third. Third ist ja so ein bisschen mein Padawan. Ja, kann man ja. So sagen. Ihr habt's ja von hinten kommentiert, ich hab's gehört. Fuck, man. Ich bin immer für einen guten Upset zu haben, aber es war auch einfach. Ja. Ist natürlich auch verdient. Und jeder will Dennis gegen Konstantin sehen. Ja, das will jeder sehen, dieses 3-0. Das will jeder sehen. Das ist das spannendste Set. Das ist der Upset, für den ich hier gucke. Wie Konsti mich 3-0? Das ist der Klassiker. Das ist einfach so, wie Leute gerne so Tech-Exhibitions gucken. Weißt du? Ja, da gucken wir uns das neue Konsti-Kombo-Video an. Genau, und dann sagen wir, cool, jetzt weiter im Bracket. Okay, das ist der erste Stock von... Sodrek ist blau, ja. Ja. Sodrek ist immer blau, weil Sodrek tatsächlich... Sodrek ist der größte Fan von Redacted Box-Erfinder. Er war früher halt der größte Fan von Redacted Box-Erfinder und deswegen spielt er immer blauen Fox und immer den Falcon von Jetzt ist blau Fox wieder so, niemand spielt blauen Fox. Ja genau, jetzt das ist jetzt keinen richtigen blauen Fox. Das ist jetzt Sodrek, ja. Das ist einfach Sodrek. Der blaue Fox ist einfach gebannt. Ich dachte, dein Satz fängt an mit Sodrek ist einfach immer blau und dann kommt so unten auch in Melee. Yes. Oh, get off me. Bitte? Sodrek will ihn auf jeden Fall gerade ganz schnell wieder zurück haben. Oh. Ja, auf jeden Fall. Oh, und dann hat er 2 Stocks in Folge. Also die anfängliche Dominanz, die Geldjunge hier in Game 3 bewiesen hat, die hat sich Sodrek mal wieder zurückerobert. Und er wollte viel zu spät tacken, aber ja. Das Problem ist, Geldjunge ist immer nur dann dominant, wenn er sein muss. Das stimmt. Geldjunge lässt dir deinen Raum. Okay, also außer du bist in seinem Gorilla-Gebiet. Also du meinst, wenn er 0-2 hinten liegt, dann wird er dominant. Für die Stocks, die er sein muss. Für ihn einfach für den Content. Okay. Der ist einfach ein Zoomer. Guck ihn dir an. Menacing. Rumstehen. Uptilt? Nope. Digga, Maxi hat mich vorhin mit einmal so gekillt. So, er stand einfach da, so 2 Sekunden, dann bin ich reingerollt und dann gab es Match. Oh, sad. Schon sehr. Okay, aber guck mal. Beide am Schoken ein bisschen. Oh, und wir sehen. Oh, und es geht weiter. Und Schien. Ausrufezeichen Clip in den Chat. Ausrufezeichen Clip. Okay, Junge, wir sehen Game 4. Geldjunge zurück in diesem Set. Kann er das Reverse 3-0 schaffen? Ey, was geht, Dommel? Steht 2-1 für Sodrek. Aber Geldjunge hat gerade den bescheuertsten Scheiß, der jemals geschissen wurde, gemacht. Jemand hat Geldjunge mit Set erklärt, dass es kein Geld für Platz 7 gibt und dass er Erster werden muss. Das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Wir müssen gleich nochmal das. Aber das ist ja eh Top 6. Also. Können wir das gleich mal checken, Jonas? Ja, nach dem Spiel. Es geht um echtes Cash, meinst du? Es geht um Geld, Junge. Finanzen Geld, Money. Spiel. Geld Money. Geld Money wäre der beste Name, Digga. Oh mein Geld und einfach Money. Geld Money. Oh shit, und Sodrek hat seine Ledge Dashes nicht gegrindet. Naja. Hat er nicht. Ist die Wahrheit. Er hat angeblich 6 Jahre lang nur Ultimate gespielt. Ja, ich hab mit ihm Netplay gespielt, auf jeden Fall, in der Netplay-Saison. Okay, ja, Geldjunge, gewagtes Manöver hier. Sodrek lässt sich da überhaupt nicht drauf ein, auf die ganze Angelegenheit. Alle abtilten. Ja, genau. Die bereiten sich schon auf dich vor. Oh nein. Das sind alles nur Handwarmers für das nächste Spiel. Du bist gar nicht gegen die, oder? Doch. Ja, na, wenn du gegen mich gewinnst. Nein, nein. Digga, das ist hier super anstrengend. Will ich fast lieber raus, Trump. Na, dann mach doch. Oh. Hey, tschüss. Na dann, Konsti, mach's gut. Mehr Geld für Dennis. Klärt ihr das so voll süß, so mit Rock, Paper, Scissors? Nee. Nee. Fett aufs Maul. Steht 2-1 für 2-1 für Sobek. Und die Smoosh-Atzen sind wild. Brüllt! Södre. Brüllt! Oh! Oh! Smash it! Geldjunge! Ja, Geldjunge? Ja, Geldjunge wieder mit dem Lied hier. So, Jojo ist gerade noch der Smash-Attack. Was geht, Jojo? Was hast du verpasst? Ich weiß. Not optimal. Oh, Shine. Oh. Pressure. Das hätte man auf jeden Fall schieben können. Auf jeden, ja. Ja, aber. Oh, blöd! Oh! Cool. Sodrek mit den Last-Minute-Adjustments. Oh shit. Speaking of, er hat's probiert. Geldmann ist nicht Cyrus. Oh, okay, ja. Geldjunge geht für die Back-Air. Okay. Ah, er kommt auf Edgeguard-Situation und macht die Back-Air Sodrek wieder mit Sprung. Oh, der hat die Kante sehr weit aufgemacht. Oh, die Stoppen von Sodrek. Oh, das ist doch so. Aber Geldjunge hat ja auch eine Menge.
Sie sind Friends? Schenk ihm nichts, sonst wirst du... Jeder hier ist Friends, Digga. Oh, die zwei sind Friends? Die ersten 20, Junge. Die ersten 20 Jedo-Atzen. Wir haben einen Bund fürs Leben eingegangen heute. Safe. Ich habe meine Homies geheiratet heute. Alle zusammen. Oh. Oh. Okay. Oh. Okay, also Sodrek... Komm mal, Geld, Junge. Weil Sodrek sieht gerade gut aus, aber... Oh. Danke. Das war einfach nur frei. Pasek, schaust du zu? Pasek, guck zu. Er ist da. Pasek, das war einfach nur frech. Domme ist da. Okay, Game 5, Digga, Geldjunge mit dem Backthrow-Schein. Geil. Oh, shit. Ich fahre komplett aus meiner Haut. Das Homie Game 4. Das ist Dank. Oh, Midi ist klasse. Back to Yoshi's. Wer ist da? Midi. Midi, let's go. Hier wird nicht eng. Und Boff. Boff Target, let's go. Pasek, das ist geil. Ja. Geil. Falling Upper, Up Smash, absoluter Klassiker. Einfach alle gucken zu und... Oh, Dennis, alle gucken zu. Ich werde das nicht gegen die Wand. Kennt das, Alter. Kurz hat er überlegt. Oh. Nein, Digga. Ein wichtiger Bird für ihn. Sorry, no. Lemurenkönig, der einzige, der Omega biased ist. Joke Meister. Ich kann leider nur biased sein. Ja, na selbstverständlich. Oh, Menace. Oh. Ich hab nur das Sterne. Okay, und das kommt. Oh, da wollte er wieder scheinen, aber Sodrek war mit seinen Netplay-Strategien ganz vorne mit dabei. Da ist Sodrek ihm einfach 18 Monate Netplay voraus. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Oh mein Gott, Geldjunge ist jetzt oldschool. Er hat einfach die Rollen. Let's go. Okay, Sodrek. Mit einer leichten Lead. Oh, und Geldjunge erwischt ihn nicht. Das lässt man sich nicht. Er hätte eine Back treffen wollen, aber hat er leider nicht geschafft. Ja, da wird der Lead ausgebaut. Ja. Never mind. Okay, ja. Die kleine Schaufel. Die kleine Schaufel. Schub. Einfach hochgeschippt. Oh. Und? Let's go! Die Kontrahenten schenken sich gar nichts. Die schenken sich nicht so das Spiel. Das ist klar. Stimmt, die schenken sich. Es wurden bereits vier geschenkt, ja. Ziemlich viel geschenkt, ehrlich gesagt. Die schenken sich ganz schön viel. Die Balance ist aber ganz even im Schenken. Das stimmt. Das ist ja auch ein bisschen der Sinn des Schenkens. Dass jeder glücklich ist. Oh, Geldjunge will es. Geldjunge will es mehr. Immer noch am Edgeguard. Oh! Blüpp! Ah ja, ja. Nice. Oh, da wollte die Downsmash gehen, aber Geldjunge mit dem Engel an der Downsmash vorbeigesprungen. Oh. Ja, da war er zu niedrig, weil Randall er an der Kante so, ging. Ich glaube, er hätte von Randall einen Fulljump bekommen, hätte das gekriegt. Oh, das Young Link Edgeguard. Okay, und Tournament Stock für Sodrek jetzt an der Stelle. Er lag 2-0 vorne, aber Geldjunge hat sich nochmal zurückgekämpft in dieses Set. Oh, das ist ein wichtiges Opening. Und das sind 69% Punish. Und jetzt ist Sodrek wieder am Drücker. Am Wickel. Er hat ihn aus dem Himmel. Das war's. Okay, das könnte es sein, aber Geldjunge kriegt das Edgeguard nicht. Niemand will so unsafe spielen wie Geldjunge, wenn er 1 Stock voraus. Und das ist es, Geldjunge mit dem Reverse Sweep. Oh, jetzt kommt der Klassiker. Kommt das Runback? Nee, jetzt kommt der Berlin-Klassiker. Aber langfristig?